Lösung? Es ist Antwort C. Beide Kugeln können durch Kreisbewegung die andere anheben, wobei sich die kleine schneller drehen muss als die große. Bei Kreisbewegungen muss eine Kraft zum Drehzentrum zeigend aufgewendet werden, die proportional zur Masse des sich drehenden Objektes und proportional zum Quadrat der Rotationsgeschwindigkeit ist. Wenn sich die Kugeln also nur schnell genug drehen, ist die dafür notwendige Kraft immer groß genug, um durch Umlenkung mit Hilfe der Garnrolle die andere Kugel mit ihrer Gewichtskraft anzuheben. Soll die große Kugel angehoben werden, braucht man eine größere Kraft. Das heißt, die kleine Kugel muss mit größerer Drehgeschwindigkeit bewegt werden.